Stadt Gugge. Einfach anschauen. Hallo liebe Erlenbacherinnen und Erlenbacher und herzlich willkommen zu unserer ersten Sendung von Stadt Gugge – Einfach anschauen. Mein Name ist Claudia Hovorka und ich darf Sie künftig durch diese Sendung führen. Ich arbeite im Rathaus und im Rathaus, da ist der Bürgermeister der Chef und den Michael Benninger, den werden wir jetzt als allererstes einmal besuchen, denn er soll uns mal verraten, was es mit diesem Stadt Gugge so auf sich hat. Herr Benninger, dürfen wir Sie kurz stören? Ja, natürlich, kommt rein, gerne. Herr Benninger, warum gibt es denn jetzt in Erlenbach dieses Stadt Gugge einfach anschauen? Was können Sie uns denn darüber berichten? Wir wissen zum einen aus der Bevölkerung, dass der Wunsch da ist nach mehr Information und auch nach mehr Transparenz, auch in der Kommunalpolitik. Und andererseits bieten uns heute die neuen Medien ganz andere technische Möglichkeiten. Und wir versuchen mit Stadt Gugge das eine, den Wunsch mit dem anderen, den Möglichkeiten zusammenzubringen und schaffen so neben unserem Printmedium, dem Amtsblatt der Stadtinfo, einen weiteren Informationskanal. Über was wird denn bei Stadt Gugge genau berichtet? Auf was dürfen sich die Zuschauer freuen? Auf Interessantes aus dem Stadtgeschehen im Allgemeinen. Natürlich Informationen über die Arbeit unseres Stadtrates, über große, kleine Projekte, über Dinge, die bevorstehen. Auch ein kleiner Rückblick darf ab und zu mit dabei sein. Und außerdem natürlich auch auf Informationen aus unseren Vereinen, Hinweise auf Veranstaltungen. Und so ab und zu sollte auch zum Schmunzeln ein klein wenig was dabei sein. Und wie oft denkt denn die Stadt Erlenbach, dass sie dieses Stadtgugge senden wird? Und wo genau kann man denn dann diesen Clip, diesen Videoclip ansehen? Aktuell planen wir, dass wir einmal im Monat auf Sendung gehen wollen. Wir werden sehen, wie es funktioniert. Und abrufbar ist das Ganze dann über die städtische Homepage, über unsere sozialen Medien und natürlich auch über den städtischen YouTube-Kanal. Und eine interessante Frage, die sicherlich unsere ganzen Zuschauer interessiert. Wie kam es denn zu diesem Titel? Stadt Gugge, einfach anschauen. Wer hat sich diesen ausgedacht? Also wir wollen ja kein Fernsehen machen, von daher ist der Name Erlenbach TV von vorneweg ausgeschieden. Außerdem wollten wir schon sowas wie eine Marke kreieren und wir denken, dass Stadt Gugge eine gute Voraussetzung dafür ist. Und der Name hat natürlich auch ein klein wenig Lokalkolorit, was in Erlenbach durchaus der Fall sein darf. Herr Benninger, vielen Dank für die vielen Informationen rund um Stadt Gugge. Einfach anschauen aus Erlenbach. Und deshalb Stadt Gugge, einfach anschauen. Und zum Einstieg widmen wir uns nun einem Thema, das besonders unsere kleinsten Erlenbacher Bürgerinnen und Bürger freuen wird und natürlich deren Eltern, denn es geht um den Neubau der Kindertagesstätte in der Friedenstraße. Wir stehen hier vor der Kindertagesstätte in der Friedenstraße. Die evangelische Kirchengemeinde stellt der Stadt Erlenbach das Grundstück in Erbpacht zur Verfügung. Und wir schauen auch gleich einmal hinein und treffen in einem der schönen Gruppenräume auf unseren Stadtbaumeister, den Herrn Franz. Herr Franz, schön, dass Sie sich heute ein paar Minuten Zeit genommen haben. Wir stehen ja hier in einem der Gruppenräume hier in der Kindertagesstätte. Und am 1.9. wollen die Kinder hier einziehen. Kann denn die Stadt Erlenbach diesen Einzugstermin einhalten? Nach aktuellem Baustand würde ich sagen, ja. Wir sind im Bauzeitenplan. Bis Ende August wollen wir insgesamt durch sein. Und insofern denke ich, es schaut gut aus und es wird klappen. Herr Franz, können Sie uns auch was über die Kosten, die dieses Neubauprojekt der Stadt Erlenbach verursacht, sagen? Nach der Baukostenberechnung belaufen sich die Baukosten auf etwa 2,4 Millionen inklusive Nebenkosten. Und auf der anderen Seite erwarten wir eine Fördersumme in Höhe von etwa 1,6 Millionen Euro. Und Herr Franz, gibt es vielleicht auch eine Besonderheit, die hier in der Kindertagesstätte eingeplant ist oder wurde?
Ja, es gibt eine besondere Besonderheit, und zwar im Obergeschoss. Die beiden Kindergartengruppen werden auf der Südseite eine Rutschbahn direkt in den Garten bekommen, und ich denke, das ist absolut eine Besonderheit. Wir freuen uns alle schon sehr, und ich denke, die Kinder auch. Also Herr Franz, da bin ich davon überzeugt, dass es für die Kinder was ganz Besonderes ist und die sich freuen, wenn sie hier einziehen dürfen. Dann sagen wir vielen Dank für die Zeit, die Sie sich heute genommen haben. Und wir, liebe Zuschauer, gehen nun einen Stock höher ins Obergeschoss. Dort gibt es einen großen Küchenbereich und dort treffen wir den Pfarrer Kreile von der Evangelischen Kirchengemeinde. Hallo Herr Pfarrer Kreile, schön, dass Sie sich heute ein paar Minuten Zeit genommen haben für unser kurzes Interview hier im Kindergarten in der Friedenstraße. Sie und die Evangelische Kirche werden ja diesen ab 1. September betreiben. Warum stellen Sie sich denn dieser Herausforderung? Wir haben uns um die Trägerschaft beworben, weil wir möchten, hier in Erlenbach für die Familien und für die Kinder einen Ort zu schaffen, wo man lernt, dass man gut miteinander auskommt. Alle Nationen, alle Kulturen, alle Menschen in Erlenbach. Jetzt habe ich auch noch gehört, es gibt für die Kids hier einen schönen, rutschigen Ausgang. Können Sie mir was dazu sagen? Der Architekt hat es so geplant und das ist gut angekommen in jetzt bei unseren Planungen, dass wir sagen, die Kinder können hier in den Garten rutschen. Sie sehen hier den Außenbereich und da geht es hin zum Main raus. Wunderschön, also ein origineller Zugang in die Natur. Also da wäre man sehr gerne sicherlich noch einmal Kind. Herr Pfarrer Kreil, jetzt stehen wir ja hier in der schönen, großen, hellen Küche. Was hat es denn mit dieser großen Räumlichkeit und auch hier mit dem Ausschnitt, mit dem Fenster auf sich? Also das ist hier die Frischkostküche. Hier soll jeden Tag gekocht werden für die Kinder und das frisch gekochte Essen soll hierdurch dann an die Kinder ausgegeben werden. Wir glauben, dass das ein Konzept ist, wo die Kinder lernen, was Nahrung bedeutet und was Leib und Seele zusammenhält. Das klingt für mich sehr gut, sehr lecker. Da würde ich mich jeden Tag anmelden, dass ich auch bei Ihnen zum Mittagessen vorbeischauen kann. Genau. Vielen Dank, Herr Pfarrer Kreile, für das nette und informative Gespräch. Sicherlich kommen wir vielleicht noch einmal, bevor es eröffnet wird, der Kindergarten. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute, viel Erfolg und wir drücken Ihnen die Daumen, dass der Einzug rechtzeitig klappt. Vielen Dank. Ich glaube, die Kids können sich freuen, in so einen schönen Kindergarten einziehen zu dürfen. Und nun verabschieden wir uns von der Baustelle hier in der Friedenstraße und kommen zu den Kurznachrichten aus Erlenbach. Drei neue Blühwiesen werden zurzeit am oberen Seeweg angelegt. Auf den bisherigen Grasflächen entsteht damit ein kleines Paradies für Bienen und andere Insekten. Weitere Blühflächen werden nach und nach hinzukommen. Damit leistet die Stadt einen weiteren Beitrag zum Artenschutz. Die Themen Klima, Umwelt, Natur und Artenschutz werden ausführlich am runden Tisch Umwelt am 6. Mai behandelt. Ziel ist es, hierfür ein umfassendes Konzept aufzustellen. Der Sommer steht nun vor der Tür und das Bergschwimmbad wird bereits für die neue Saison vorbereitet. Einfach eintauchen heißt es dann hoffentlich wieder ab Mai, sofern die Wetterlage und die aktuelle Corona-Situation es zulassen. Das Schwimmbadteam hofft auf einen Sommer mit viel Sonnenschein. Wehmut kommt in Mechenhardt auf. Das Gasthaus zur Krone, einst einer der Treffpunkte für Jung und Alt, hat inzwischen geschlossen. Das Gebäude ist verkauft und wird in Kürze der Abrissbirne zum Opfer fallen. Ein Investor wird hier neue Wohnungen errichten. Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts. Auch wenn dieser Spruch nicht immer zutreffen mag, für die Stadt Erlenbach gilt er bei der Haushaltsberatung des Stadtrates auf jeden Fall.
Die Sitzung findet am Mittwoch, den 28. April, in unserer Frankenhalle statt. Sie sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Die Sicherheitsbestimmungen aufgrund von Corona müssen selbstverständlich eingehalten werden. Das waren die Kurznachrichten aus Erlenbach. Normalerweise kommt an dieser Stelle das Wetter. Bei uns kommt das Erlenbacher Mädchen. Hallo zusammen, ich bin's, Smoni, ein Erlenbacher Mädchen. Also ich war ja schon überrascht, was die vom Rathaus jetzt wieder machen. Stadtfernsehen, mein Gott. Aber na ja, man erfährt ja auch der Deutsch, was in der Stadt los ist. Der Titel ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Stadt gucken, einfach anschauen. Also mir hätte ja TV Erlenbach besser gefallen. Aber der Name ist ja vom Turnverein schon besetzt. Na ja, jetzt klingt es ein bisschen wie, hast du kein Handy, guckst du nur. Also ich hätte ja für uns Städter eine andere Version. Ich hätte gesagt, Stadt gucken und lächeln. Weil Dorf gucken ist woanders. Nix für ungut und tschüss. Und nun sind wir auch schon am Ende unserer ersten Sendung angelangt. Wir verabschieden uns hier an dieser Stelle und zeigen noch ein paar schöne Eindrücke von unserem Stadtteil Streit, dem Franziskuspark. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie schalten wieder ein, wenn es heißt Stadtgugge einfach anschauen. Das Team von Stadtgugge TV sagt Tschüss und Ciao, Ciao.